So, und los geht's Richtung Odersbach. Dann schauen wir mal an der Lahn weiter. Bis gleich. So, jetzt sind wir an der Lahn. Der hat auch ein bisschen erhöhten Wasserstand. Mit dem Kaffee, das habe ich abgeblasen. Da hat mich eben ein Freund aus dem Krankenhaus angerufen. Der liegt, oder was heißt liegt, der kommt morgen wieder raus. Den haben sie wegen Unterzuckerung oder Überzuckerung, habe ich jetzt gar nicht richtig mehr in Erinnerung. Überzuckerung, ne? Ja, genau, ins Krankenhaus eingewiesen gehabt. Und naja, mal dreiviertel Stündchen telefoniert. Ja, wie gesagt, ich war heute einkaufen. Ich habe bei uns in der Apotheke noch die letzte 500 Milliliter Flasche Sterilium gekriegt. Es kann auch nichts mehr nachbestellt werden. So Panikeinkäufe habe ich keine gesehen, aber die meisten Einkaufswagen waren gut gefüllt. So wie vor Feiertagen oder so. Ja. Viel Verkehr, wenig Leute im Wald oder jetzt auch hier gerade. Und dabei, ihr lieben Leute, das Wichtigste ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das Kreislauf, Herz-Kreislauf muss stabil sein. Das Herz muss kräftig sein, die Muskulatur. Schade mal, die Grippe gehabt, aber richtig. Ich konnte nach 2 Tagen konnte ich erst raus zum Arzt. Vorher ging gar nichts. Mit Beginn der Lungenentzündung. Und nach 3 Wochen war ich immer noch nicht richtig auf dem Damm. Also das war schon heftig. Möchte ich auch nicht mehr haben. Ja. Na gut, schauen wir uns weiter vorne nochmal ein bisschen die Lahn genauer an, gell? Bis gleich dann.
Die werden sich auch denken, was für ein komischer Vogel mit seiner roten Antenne da hinten hier und der Kamera in der Hand. Was soll's? Ja, hier sieht man es ein bisschen deutlicher. Da wo es Gras ist, ungefähr hier, ist normalerweise das Flussufer. Das ist schon, ja, so wie es sein soll, gell? So Ausbreitungsflächen. Flussauen, wo das Wasser Platz hat. Da sollte eigentlich ein Radweg sein. Lässt sich jetzt von hier aus schwer sagen, wie weit er unter Wasser liegt, aber ich denke mal 10 cm oder so. Mehr werden es nicht sein. Jo, ab nach Hause.
Ja, wer hier die Bilder vom Sommer noch kennt oder von vor gar nicht allzu langer Zeit, da hatte das Meer noch so eine Höhe von 1,5 Metern. Das ist jetzt natürlich vorbei. Und wenn es am Wochenende noch ein bisschen schneit und ein bisschen regnet und es kommt noch 20 Zentimeter dazu und es wird vielleicht kurz vor der Meldestufe 1 sein, dann denke ich mir, dass das hier eine ebene Fläche ist. Und hier sehen wir auch ein bisschen was, Regen, Erosion. Hier geht es normalerweise 2 Meter runter ins Trockene. Jetzt haben wir auch noch mal unsere Felsen erreicht. Ich hoffe nur, dass da hinten dann ein Stückchen weiter, dass ich da weiterkomme, nicht, dass ich noch mal zurück muss oder so. Aber das werden wir ja dann sehen.
so wollen wir das haben, oder? Ist doch einfach nur geil. Besser als in jeder Großstadt rumzutouren. Da wird es nicht langweilig auf dem Weg. Irgendwie habe ich heute vergessen, mein Schweizer Messer mitzunehmen. Zumindest sollte irgendwas sein, muss ich mich durchbeißen. Mal gucken, wie es vorne mit dem Wasser aussieht. Hier sehen wir schon mal den Ernst-Dienstbach-Steg. Ja, dann haben wir es bald geschafft. Noch 42, 43 Engstellen. Bis gleich denn. Ja, das war hier noch mal die engste Stelle jetzt. Ist mal aber ganz gut drüber gekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mal gucken, ob ich mich jetzt noch mal melde oder ich werde auf jeden Fall noch einen Vorspann machen. Aber den habt ihr ja dann gesehen, brauche ich jetzt eigentlich nicht zu erzählen. Naja, na gut. Ja, vor dieser Kulisse hier möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt das nächste Mal wieder mit. Ja, sobald es das Wetter zulässt, raus an die frische Luft. Ich trete mir auch öfters mal in den Hintern, aber dann nach einer halben Stunde spätestens ist es einfach nur herrlich. Ne? Und ich denke, wir haben eine schöne Runde heute gedreht. Und auch eine interessante wieder. Ja. Und auch wenn jetzt momentan alles negativ aussieht mit den Nachrichten, was Viren und den ganzen Kram angeht. Kopf hoch. Auch das werden wir manövrieren. Und ja.
In diesem Sinne, einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder je nachdem, was ihr gerade treibt, welche Uhrzeit es ist. Bis zum nächsten Mal, euer Wanderkalli.